Ulla Małecka, die Pressesprecherin des spezialisierten Krankenhauses der Woiwodschaft Niederschlesien in der Koszarower Straße in Wrocław. Das Krankenhaus hat seit März Covid-Patienten aufgenommen. Am 6. März 2020 wurde der erste Patient in unserem Krankenhaus behandelt. Das war eine sehr schwierige Zeit für uns, weil die Anzahl der Patienten lawinenartig zugenommen hat. Wir haben nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht, wie man nicht nur Patienten mit Covid richtig behandelt und denen hilft, sondern auch, wie man das Personal und andere Patienten, die mit Virus nicht infiziert waren, schützt. Wir haben nach Maßnahmen gesucht, die das Krankenhaus und das Personal schützt. Und so haben wir die UVC-Lampen gefunden, die uns auf schnelle und wirksame Art und Weise geholfen haben, die Mikroorganismen von Krankenhausräumen zu vernichten. Frau Małecka, welche Einsatzbereiche von unseren UVC-Leuchten gibt es im Krankenhaus? Auf welchen Stationen werden die Lampen vor allem benutzt? Wir haben momentan über 100 Lampen und man kann feststellen, dass sie eigentlich überall bei uns im Krankenhaus zu finden sind. Die sind in Fachabteilungen, Verkehrsflächen, Behandlungszimmern und Patientenzimmern und überall dort, wo sie sein sollen, zu finden. Die Lampen werden auch bei bildgebender Diagnostik, in Treppenhäusern und auch in Verwaltungsbüros benutzt. Die Lampen sind unserer Meinung nach sehr bequem, weil die bei uns seit März benutzt werden und sind nicht nur wartungsfrei, aber auch störungsfrei, weil sie rund um die Uhr in Betrieb sind. Die Lampen sind sehr leicht und man kann sie sehr einfach woanders hinstellen. Generell ist das Personal mit Geräten zufrieden, die uns helfen, aber die man speziell nicht bedienen muss. Abteilungsschwester. Sie haben seit einiger Zeit in der Abteilung die UVC-Lampen. Sagen Sie mir bitte, ob die Lampen Ihnen irgendwie geholfen haben, welche Erfahrungen und Eindrücke haben Sie damit gemacht? Wir finden, dass die Lampen uns schützen. Die sind auf der ganzen Fläche des Flurs aufgestellt. Sie können sehen, dass sie in festgelegten Abschnitten auf der ganzen Länge des Flurs verteilt sind. Die Lampen sollen den Flur abzusichern. Beide Flure ein Punkt ist, wo sich das Personal und die Patienten treffen, wenn zum Beispiel die Patienten zu verschiedenen Behandlungszimmern transportiert werden. Und so werden sie dank Lampen geschützt.